Hallo Leute, da ist 1.05 hier mit Let's Play Paper Mario. Jo, wir sind hier vor der Buhu Villa. Und da werden wir uns jetzt natürlich mal umschauen, denn der Butler oder so hat ja gesagt, die Herrin wünscht uns zu sprechen. Ein Voidpilz. Und ja, diesen Wunsch möchten wir ihm natürlich nicht ausschlagen. Und dann schauen wir einfach mal rein. Das Tor ist gar nicht verdächtig zugegangen. Willkommen, sehr verehrte Dame. Was? Sehr verehrte Dame, sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie durch den Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben. Ach, das ist in Bezug auf Bombette, hä? Ja, ja. Meine Herrin erwartet Sie im höchsten Zimmer dieses wunderschönen Villa. Ja. Bitte gehen Sie in den zweiten Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Ja. Aber natürlich kann man da nicht so einfach hoch. Ist ja ganz klar. Sonst wäre es ja viel zu langweilig. Und, ja. Genau, hier gibt es dann auch wieder einen Shortcut später. Und hier geht's dann später weiter. Gut, also. Erstmal saven das Ganze und dann gucken wir rein. Das ist, finde ich, jetzt auch relativ cool gemacht. Das ist so eine Art Rätselhaus hier. Wir können jetzt einfach wirklich mal gucken. Wir gehen einfach mal hoch in den zweiten Stock und probieren einfach mal. Also schauen wir mal, ob wir da hochkommen, ob das so weit hinhaut. Aber die Vermutung liegt halt nahe, dass es irgendwie nicht klappt. Ne? Ganz klar. So, man kann nämlich nicht hoch. Und hier ist irgendwas. Habe ich dich erschreckt? Du möchtest doch in den zweiten Stock, oder? Zuvor musst du allerdings den Inhalt dieses Bildes finden. Findest du ihn, lasse ich dich doch nach oben gehen. Puh, ist ganz schön streng, wenn sie ihre Gäste so auf die Probe stellt. Tja, wir müssen den... Ah ja, den Inhalt des Bildes finden. Sehr interessant, ich sag's euch. Und diese Villa ist cool. Ja, was anderes sage ich dazu jetzt nicht. Au. Ja, das macht 1 KP Schaden. Muss man mal gezeigt haben. Was hier mit dem mittleren Schrank? Da sind Puhus drin. Ah. Mario, da bist du ja. Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat. Ach, das ist wieder das, ja, ja. Die schmeißen die jetzt rum, ne? Ja, ja. Lady Boo wird sehr böse, wenn es ihm zu einfach machen. Gebt euch gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. So, jetzt einfach aufpassen, wem er die gibt. Und, ja. Ah ja, der hat sie. Okay. Schuppidu. Hey, wähle einen Bu. Dann müsste er das sein. Jo. Nein, Bu. Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Bu, Lady Bu wird uns unseren transparenten Hintern versohlen. Und ciao. Eine Schallplatte. Wie kann man sie nur abspielen? Da werden wir noch dahinter kommen. Nur keine Angst. Pump. So, überall Buhus und so. Überhaupt nicht verdächtig, ne? Wer hätte das nur erwartet? Ja, ich, also mir gefällt dieses Haus hier sehr, sehr gut. Weil es einfach ein gewisses Flair hat. Ah ne, hier passiert nichts. Cool. Gut, dann schauen wir mal weiter. So, was ist denn hier drin? Ah ja. Ah, und hier können wir das auch Ganze schon verwenden, denke ich zumindest. Mir ist so langweilig.
Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben, aber für wie lange noch? Tja, wir können halt nicht an diese Kiste ran, wenn er hier steht. Aber, ja, okay, das geht auch immer noch. Leicht verkokelt, Mario. Was haben wir denn hier so Schönes? Das ist ein Grammophon, wo wir die Schallplatte auflegen können. Und drücke A, um die Platte zu spielen. Trifft den Rhythmus. Drücke nicht zu schnell oder zu langsam. Drückst du B, hört die Musik wieder auf. Und das ist jetzt ein Klassiker, der hier gespielt wird. Wirklich ein Klassiker. Und seht das, jetzt kommt nämlich der Buhu rüber. Und jetzt ist es halt so, wenn wir das jetzt richtig machen, dann bleibt er hier und ist ganz gut drauf. Und wir können dann da drüben an die Kiste ran. So, aber wir müssen das, glaube ich, lange genug richtig machen. Oder muss ich einfach abbrechen mittendrin? Ja, ich kann einfach abbrechen und kann dann darüber. So war es ja. Okay, ist klar. Ein Gewicht. Ein sehr schweres Gewicht. Wo kann man es wohl einsetzen? Oh nein! Lady Boo gab mir den Auftrag, diese Schatztruhe zu bewachen. Sie wird mich bestrafen, wenn sie das herausfindet. Oh nun, vielleicht habe ich ja Glück. Du kommst ohnehin nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss oder wo man es verwenden muss. Ja, ein alter Klassiker. Schön, schön. Okay. Ja. Jetzt ist es so, wir gehen mal wieder runter. Gucken uns erst nochmal alles genau an, was wir hier so aktuell machen können. Das ist nicht besonders viel. Wir können zum Beispiel hier rein. Und ja, das ist ein schönes Easter Egg, sage ich jetzt mal. Das sollte man auch unbedingt mal ausprobieren. Dann kann man nämlich zu 2D Mario werden, wenn man da rein hüpft. Und die passende Mucke dazu finde ich genialst. Wirklich wahr. Und kann man natürlich auch wieder abändern. So, und hier haben wir diese Platten. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass man hier irgendwo die stärkeren Schuhe kriegt. Und ja, die Vermutung liegt nicht nur nahe, sondern es ist auch wirklich so. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Der Schrank hier steht nicht ohne Grund dort, denn man kann Folgendes machen. Dieses Sofa ist überhaupt nicht verdächtig, vor allem hier. Schießt eine Feder raus und transportiert uns darüber. Mario hängt sich daran und den Schrank zieht es weg und jetzt wird eine Tür frei. So, jetzt ist es so, dass Mario da normalerweise abspringt. Und wenn er abspringt, geht er der Kronleuchter wieder hoch und die Tür, also der Schrank geht wieder rüber und die Tür ist zu. Aber da wir jetzt das Gewicht haben, können wir ja anstelle von Mario das Gewicht daran hängen. Und jetzt können wir in die Tür rein. So muss das gemacht werden. Tja, und jetzt, ja, haben wir hier mal wieder eine Truhe. Die allerdings fake ist. Also mit der man nicht wirklich was machen kann. Wir müssen jetzt einfach mal hier runter. So, einfach mal gucken, was es hier so gibt. Okay. Nichts Interessantes. Gehen wir mal hier rein. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Eigentlich auch nichts weiter Interessantes. Gehen wir mal hier rein. Und hier. Okay. Ist eine große Truhe. Und wir wissen, in großen Truhen sind meistens irgendwelche Upgrades drin. Zumindest war es beim Hammer so. Haben wir hier die Schuhe drin oder nicht? Ja, die Schuhe sind da drin. Allerdings sind mal wieder die Buhus mit dabei und wollen uns da etwas ärgern. Und wollen nochmal ein Spielchen spielen. Mario, willkommen. Wenn du diese Stiefel haben willst, musst du erraten, wer sie von uns hat. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwerer. Lady Boo wird sehr böse werden, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes. Ja, und wie gesagt, jetzt wird es halt ein bisschen schwerer. Denn die schmeißen das Zeug jetzt wirklich hin und her. Und ja, man muss halt jetzt wirklich gut aufpassen.
wer das Zeug hat, aber ich glaube, ich hab's noch soweit. Ich denke doch. Wer hat sie? Wer leweise? Ist es er? Oh! Mist. Oh! Hihi, falsch! Es macht Spaß! Macht weiter, Bruce, oder Lady Blue würde uns die Hölle heiß machen. Lady Blue wird sehr böse. Bla. Ja, ist nicht schlimm. Ich hatte jetzt eigentlich echt gedacht, dass er es war. Cool. Ja, manchmal, wie gesagt, ist es auch von der Perspektive her etwas komisch, aber jetzt habe ich ihn. So. So, komm schon. Jetzt dürfte es er hier sein. Ja! Du hast die Superstiefel, die Sprunggriff von Marios Sprungwert erhöht. Außerdem kannst du nun den Wirbelsprung ausführen, wenn du A in der Luft drückst. Nein, Buhu, du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Und bla. Ja, und was man jetzt mit diesen Stiefeln auch machen kann. Man kann hier die Kisten zerstören. Genau. Man kann hier halt diesen Sprung und kann dann gucken. Und da ist zum Beispiel ein Ahornsirup drin. Okay. Ja, haben wir hier noch irgendwas jetzt? Nee. Hä? Wo ist die Tür hin? Was ist hier los? Ganz in der Nähe befindet sich eine versteckte Bodenplatte. Darunter ist ein Sternsplitter. Drücke A, während du springst. Dann kannst du sie finden. Viel Glück. Echt? Ah, hier. Cool. Stimmt, das gab es ja auch noch mit den Sternsplittern und den Bodenplatten. Das ist jetzt auch wieder aktuell. Da wir das können. Na gut. Also, dann brechen wir mal hier durch. Und dann kommen wir irgendwo im Keller, so wie es aussieht, raus. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Und noch einen Schalter. Und noch einen großen Schalter. Auf den man so eine Stampfattacke machen muss. Um den zu aktivieren. Eine Treppe. Und wie man gesehen hat, gibt es hier einen Laden, einen Buhu-Laden, wo man supi Sachen kaufen kann. Zum Beispiel sowas hier. Kann ich noch nichts kaufen bei dir? Lady Buu hat mir befohlen, keine Waren an Mario zu verkaufen. Und da du Mario bist, ja. Ach, gemein. Okay, na gut, dann können wir vielleicht erst später hier was kaufen. Aber wir können, das da unten, dieser Rosane, das ist ein Lebenspilz. Und es ist halt schön wirklich, wenn man für den Kampf doch mal irgendwie sich verschätzt oder ähnliches, stirbt man dann halt nicht, weil man einfach wiederbelebt wird. Deswegen, ja. So. Wo sind wir denn jetzt? Mal gucken. Ach so, hier. Ihr Blöden. Okay, alles klar. Das ist ja gemein. Na gut. Gut, dann hier raus. Aber ich glaube, man konnte oben noch was machen, oder? Da war doch noch die eine Bodenplatte, die man durchbrechen konnte. Da war doch was. So, hier nichts weiter, genau. So, war jetzt hier nicht was drin? Genau. Aber erst gucken wir nochmal, was in den Kisten ist. Wahrscheinlich nix. Doch. Ist das ein Apfel? 5 KP stellt er wieder her. Wie schaut denn hier das aktuelle Menü aus? Ganz gut. Ich glaube, wir schmeißen den normalen Pilz dafür weg und behalten den Apfel. Zwecks Kochen und so. Hey, noch ein Apfel. Na gut. Kann ich hier eigentlich was machen? Nö. Na gut. Gut, dann schauen wir mal runter. Was sich hier noch so versteckt. Ah. Oh. Hier haben wir was, was wir brauchen. Da muss ich wahrscheinlich rüberfliegen. Das sieht so zumindest so aus.
Ein Buß-Porträt. Ein Porträt eines alten männlichen Buß. Richtig. Und das brauchen wir, um weiterzukommen. Da wäre bestimmt noch was drin gewesen. Na gut. Ah ja. Und hier können wir was aufsprengen. Boom. Ah ja, da kommen wir nämlich hier raus. Genau, richtig. Richtig, richtig. Sehr schön. Okay, ich möchte jetzt aber trotzdem noch kurz wissen, ob in den Kisten was drin wäre. Und so viel Zeit haben wir schon noch. Um das mal zu prüfen. Prüfen. So, Mario, please. Ich hätte noch weiter rüber gemusst. Na gut. Dann machen wir es eben nicht. Doch, ich mach's schon noch, aber ich würde trotzdem sagen, wir machen erstmal weiter. Oder soll ich es nochmal probieren? Ach komm, einmal probieren können wir es noch. Wenn nicht immer der Weg so weit wäre. So. So, jetzt stelle ich mich hier ganz an die Kante. Ah ja. Und dann haut das hin. Ah, hat sich sogar gelohnt, ein Sternsplitter. Cool. Einmal frei. Man kann hier überall, wenn man will, auch immer mal probieren, wegen den Bodenplatten. Aber ich habe mir es eh nicht zum Ziel gesetzt, wirklich alle Sternsplitter und so weiter zu finden. Das will ich in dem Let's Play gar nicht unbedingt machen. Das kann man machen, wenn man es privat mal spielt, aber muss jetzt hier gar nicht unbedingt sein. Kann man machen, muss man aber nicht. Und wir werden es einfach nicht machen, weil es nicht unbedingt, was bringt. Man kann halt, die Sternsplitter sind ja eigentlich eh nur Tauschware, die man gegen Orden tauschen kann. Und ja, das passt schon soweit. Gut, naja, da wir hier was gefunden haben, setzen wir es halt mal ein, ne? Schon viel besser. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder in meinem Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Spring einfach in das Bild, ich kümmere mich um den Rest. Ist praktisch ein Warp. Bestell, puh, schöne Grüße von mir. Finde ich cool gemacht. Einfach mal schnell einen Warp eingebaut. So, und diese beiden Räume müssten jetzt eigentlich gleich sein. Also wo man hier von den Türen hereingeht, ist eigentlich völlig Wumpe. Man kommt nämlich immer hier in diesem großen Hauptsaal raus. Endlich bist du da. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Mein Name ist Buu. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Butler, der Butler. Ich bin Lady Buus bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hierher gebeten habe, ist der. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Butler, instruiere ihn. Natürlich, meine Lady. Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf thront das Schloss von Tuba Blubba. Er ist ein Monster und er frisst Geister. Buhus sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tuba Blubba ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Er scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tuba Blubba. Doch es besteht noch Hoffnung. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Tuba Blubba ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist vermutlich etwas, das auf seinen Schwachpunkt schließen lässt. Nun denn, Mario. Ich will, dass du sein Geheimnis herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du doch tun, oder? Natürlich werden wir dich für deine Dienste belohnen. Schaffst du es, Tuba Blubba zu besiegen, so sollst du das ja haben. Ah. Die beiden haben also den Stern. Mario, es tut mir leid, dass wir uns in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Ich konnte aus Tuba Blubbas Schloss entfliehen, jedoch.
war ich sehr geschwächt, als ich es endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel entschweben. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternschnuppengipfel machen und von dort aus in den Sternhafen zurückkehren, doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, wurde ich von den Buhus gefangen und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Und diesen Stern zu retten, hättest du ohnehin gegen Tubba-Blubba kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Buhus. Und außerdem werde ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst es vermag. Meine Lady, was habt ihr eben gesagt? Ihr in Tubba-Blubbas Schloss, das steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht billigen, dass ihr euch selbst in solche Gefahr aussetzt. Sei still, Bodler. Ich habe schon viel zu viel Leid gesehen, das Tubba-Blubba verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wer dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss wohl unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady, ich, Bodler, werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch kein Leid zufügt. Die Ahnen verlangen es so. Ich werde immer an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Na, Lady. Naja. Bist du dann mit einverstanden, Mario? Ich werde dich begleiten, bis wir Tubba-Blubba besiegt haben. Yay! Buhu gehört in unser Team. Oh. Ob es dir passt oder nicht. Drücke nach unten, um das Team unsichtbar zu machen, so wird euch niemand bemerken. Bist du transparent, gehen Gegenstände durch dich hindurch. Bewegst du dich oder drückst du C nach unten, wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit Ohrfeige den Gegner Respekt einprügeln oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriffen schützen. Also gut, Tubba-Blubba ist dem Untergang geweiht. In gewisser Hinsicht. Ja, also Buu ist wirklich ein sehr cooler Charakter, muss man echt so sagen. Nicht nur, dass ihre Spells wahnsinnig hilfreich sind, nö. Also das natürlich auch, aber... Lady Buu, bitte kehr so schnell wie möglich zurück. Ruhig jetzt, Budler. Sei still und kümmere dich um die Villa, solange ich fort bin. Ja, nicht nur, dass wir sowas machen können und uns wirklich vor Gegnern und so verstecken können. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Ja, sie macht auch noch guten Schaden. Allerdings, würde ich sagen, wir gehen da mal raus. Und saven. Und dann geht's erst beim nächsten Mal weiter in die windige Schlucht und zu Tubba-Blubba. Ich bin der A1105. Bis dann und ciao, ciao.